Herzlich willkommen beim Workshop Den eigenen Ausdruck finden. In den vergangenen Einheiten haben wir gesehen, wie wichtig Auseinandersetzung im Allgemeinen bei der Ausdrucksfindung ist. Achtsame und bewusste Auseinandersetzung ist die Grundlage, überhaupt zu irgendetwas Ausdrückbarem zu kommen. Dieser Ausdruck kann dann wiederum als Grundlage für Auseinandersetzung mit anderen Menschen und ihren Ausdrücken und Meinungen dienen, die bestenfalls auch in Auseinandersetzung entstanden sind. Dieses wechselseitige Sich-Einbringen des Menschen in die Gesellschaft, in der er lebt, war das Thema des Künstlers Joseph Beuys. Unter dem Motto Provokation, Lebenselement der Gesellschaft, haben er und der Anthropologe und Soziologe Arnold Gehlen am 27. Januar 1970 im Düsseldorfer Bildungsforum an einer Diskussion mit dem Architekten Max Bill und dem Philosophen Max Bense teilgenommen, moderiert vom Kunsthistoriker Wieland Schmid. Ich setze den Link dazu in die Beschreibung. Das Podiumsgespräch ist wirklich amüsant und lohnenswert, gerade auch für die Frage, wo man sich selbst diesbezüglich als Mensch verortet. Es geht mir nicht darum, dir die Ansichten Joseph Beuys als richtig anzudienen, sondern ihn als Beispiel, als wirklich gutes Beispiel, für gesellschaftliche Auseinandersetzungen näher zu bringen. Diese Einheit wird damit auch wieder ein bisschen anders und voraussichtlich auch wieder länger. Deine 14. Übung ist diesmal auch etwas untypischer als Übung. Ich bitte dich einfach, sorgfältig zuzuhören, anzuhalten, wann immer du magst, dir Notizen zu machen, welche immer dir einfallen. Du kannst dir auch das Podiumsgespräch im Original anhören. Letztendlich bitte ich dich, dich mit Auseinandersetzung auseinanderzusetzen. Okay, es geht los. Joseph Beuys wird vom Moderator gefragt, ob er beim Kunstmachen jemals in Kategorien wie Kunst, Antikunst, Provokation gedacht hätte. Er antwortet, dass er sich schon Gedanken gemacht habe, warum er was täte. Er geht auf den Frager ein und wirkt auf mich überhaupt nicht provokant, obschon seine Kunst oft diesen Anstrich hatte. Ich habe also versucht, den Kunstbegriff so zu erweitern, dass er jede menschliche Tätigkeit zu umgreifen in die Lage gesetzt wird. Er setzt sich für die Durchlässigkeit der Disziplinen ein, möchte auch den Wissenschaftsbegriff erweitert sehen und sagt, dass bei seinem Antikunstbegriff die Frage nach dem Menschen gestellt sei. Wie ist es berechtigt zu sagen, jeder Mensch ist Künstler, jeder Mensch ist ein Kreativer? Unser Kreativcode ist kein besonderes Gen, wie Sascha Friesike und Oliver Gassmann es in ihrem Buch Der Kreativcode beschreiben. Kein besonderes Gen, keine angeborene Fähigkeit, die nur wenige von uns besitzen und die den anderen vorenthalten wurde. Wir alle tragen den Kreativcode in uns. Nur lassen wir unsere Kreativität zu oft verkommen, bis sie unterdrückt durch Schulen, Normen, Werte, Universitäten und Unternehmenskulturen irgendwann gänzlich eingegangen ist. Heute wissen wir, dass eigene Lösungen zu entwickeln zwar in unserer Ausbildung viel zu selten gefördert wird, anschließend aber ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist. Und so müssen wir lernen, unseren eigenen Kreativcode zu entschlüsseln. Die Entschlüsselung des eigenen Kreativcodes, das Herausfinden, wofür man sich mit welchen Mitteln einsetzt und das dann offen, spielerisch und sein Tun genießend eben tun, darum geht es. Das Wofür ist dein Inhalt, dein Thema, dein Leitstern. Für Joseph Beuys war das die Überzeugung, dass jeder Mensch in der Lage, aber auch gefordert ist, sich in die Gesellschaft, in der er lebt und damit in sein eigenes Dasein einzubringen, sich nicht nur verwalten zu lassen sozusagen. Er redet auf dem Podium 1970 deutlich und bestimmt. Man spürt seine Authentizität und Konzentration. Auf mich wirkt er, als hätte er sich grundsätzlich so eingehend mit Fragen des Lebens und Zusammenlebens auseinandergesetzt, dass er einfach weiß, wovon er spricht, was er ausdrücken möchte. Man merkt, wie ernst er die Auseinandersetzung nimmt. Von Max Bense gedrängt, was er konkret wolle, antwortet Beuys: Ich will das Bewusstsein der Menschen erweitern. Ich will es vor allen Dingen ausweiten auf die reale politische Situation.
Ich bin nicht der Ansicht, dass wir zum Beispiel in einer Demokratie leben. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir zu freien Menschen erzogen werden durch unsere parteipolitische Bürokratie. Das war damals und ist bis heute eine Frage, die je nach Standpunkt durchaus provokativ empfunden wird. In Folge thematisiert Beuys den Konkurrenzgedanken als tatsächlich spaltendes Element und fragt, kann ich mit dieser Kunst noch etwas bewirken für das Leben? Ist diese meine Kunst zum Beispiel politisch relevant? Sie dürfen jetzt den Begriff der Politik nicht lächerlich machen und sagen, hier wäre der übliche schwammige Begriff. Wir wollen doch gerade sehen, dass in der Zukunft für alle Menschen etwas erarbeitet wird, was brauchbar ist, was zum Beispiel pädagogische Modelle erarbeitet. Und ich glaube, dass aus einem erweiterten Kunstbegriff heraus, aus einem erweiterten menschenkundlichen Begriff heraus, der damit verbunden ist, selbstverständlich sich etwas Gewissenhaftes sagen lässt über die Pädagogik. Das ist selbstverständlich auch damit verbunden, dass man Modelle erarbeitet, dass man also Projektwissenschaft betreibt, denn nichts ist dringender gerade für uns Mitteleuropäer, als uns über unsere Zukunft im Klaren zu sein. Ob es unsere Aufgabe ist, zum Beispiel mit wirtschaftlichen Größen zu konkurrieren, ob es für uns interessant ist, mit den Großmächten im Osten und im Westen auf wirtschaftlicher Basis, also technologisch zu konkurrieren, ob es nicht vielleicht für Mitteleuropa viel interessanter wäre, die humanen Fragen in den Mittelpunkt zu stellen, als ein fruchtbares für die ganze Welt. Obwohl er als Mitbegründer der Grünen Partei gilt, für die ich hier ausdrücklich nicht werbe, wie auch für keine andere übrigens, sagt sein offizieller Wikipedia-Eintrag, Beuys wollte kein politisches Programm ausbilden, sondern neue Bildungseinrichtungen schaffen, um die alten Einrichtungen nach und nach zu überwinden. Seiner Meinung nach sollte der gesamte Schulbereich in seinen Belangen autonom werden. Josef Beuys arbeitete bereits im Zuge der Entwicklung seiner Lehrtätigkeit seit den frühen 1970er Jahren an dem Gedanken zur Gestaltung und Gründung einer freien Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung. Die FIU bestand als eingetragener Verein bis 1988. Ich habe nie von Materialien geredet, ich habe von der Idee gesprochen, sagt Beuys auf dem Podium, als er zu einer bestimmten künstlerischen Aktion Stellung nimmt. Das erlebe ich, seit ich mich mit Kunst auch theoretisch auseinandersetze, immer wieder. Es werden bestimmte Aktionen oder Werke herangezogen, um mit der Umsetzung oder dem Ergebnis zu argumentieren, dass das nun Kunst oder eben keine Kunst sei. Da sich der eine Mensch so und der andere anders ausdrückt, treffen diese Urteile für mich nie den Kern, es sei denn, man spricht anderen ihren persönlichen Ausdruck schlicht ab. Arnold Gehlen verstehe ich so, dass er sich nicht provozieren lassen möchte, und das kann ich nachvollziehen. Ich selbst bin auch nur sehr schwer zu provozieren, wenn überhaupt. Dieses nicht oder kaum provozierbar sein bedeutet in meinen Augen nicht unbedingte Unverletzlichkeit, sondern den Wunsch, sich vernünftig, wertschätzend auszutauschen, allen Gesprächsteilnehmern Zeit einzuräumen, sich wirklich anzuhören, aufeinander einzugehen, das heißt einander wirklich zu beantworten. Ansonsten ist ein Sich-Erreichen schwierig bis unmöglich, wenn man Kunst als reine Provokation erlebt. Wir haben das in Einheit 4 schon angesprochen, als verstörende Kunst unser Thema war. Reine Provokation verschließt beinahe immer. Und wenn nicht, trifft vielleicht der Begriff nicht richtig. Und umso trauriger, dass viele, sicher damals wie heute, Beuys nur als Provokateur wahrnehmen. So unterbricht Beuys an dieser Stelle und möchte weggehen von der konkreten Arbeit. Wir unterhalten uns doch über eine Theorie, dass der Mensch in jedem Augenblick in die Lage gesetzt ist, um gemeinschaftlich auch etwas zu tun, nicht einer gegen den anderen. Wollen Sie eine Revolution ohne Lachen machen? Fragt Beuys, weil Gehlen belustigt gewesen sei über die von Beuys installierten Schlitten, die scheinbar aus einem VW-Bus quillen, und fragt seinerseits, warum haben Sie keine Kinderwagen genommen? Josef Beuys' Antwort spricht mir aus der Seele meiner Kunstdefinition. Warum? Ich würde sagen, weil ich doch das Thema bestimmt habe. Die Kinderwagen sollen Sie nehmen und mal versuchen, ob Sie da was mit hinkriegen, was die Menschen interessiert. Zwar begibt er sich mit diesem letzten Zusatz wieder auf das dünnere Eis,
Gegner wären und waren sicher schnell mit der Frage, woher Beuys denn wissen will, dass seine Arbeit die Menschen interessiert. Aber die Kernaussage ist für mich, dass Fragen der Art, wie Gehlen sie formuliert hat, nie treffen. Es sei denn, man möchte nicht ernsthaft wissen, warum keine Kinderwagen, sondern möchte lediglich demonstrieren, wie angeblich willkürlich künstlerische Materialien und Umsetzungen gewählt sind. Du bist nun schon ein bisschen dabei, hast dir einiges angesehen und praktisch ausprobiert und würdest vielleicht zu diesem doch insgesamt noch frühen Zeitpunkt der Ausdrucksfindung bereits nicht mehr sagen, dass du deine Materialien und Umsetzungen willkürlich wählst, oder? Du hast dir doch bestimmt Gedanken gemacht, was du am besten verwendest, um etwas Bestimmtes auszudrücken oder zu gestalten. Meines Erachtens ist es so, dass sich in der Auseinandersetzung mit den Dingen meist auch eine bestimmte Form der Umsetzung der Darstellung beinahe schon aufdrängt. Manchmal ist das eine vom anderen gar nicht mehr zu trennen, wenn einen auf einmal eine Idee durchzuckt. Zurück zur Podiumsdiskussion. Max Bill spricht etwas Wichtiges an. Wie wird Qualität von Provokation gemessen und ist das überhaupt möglich? Und klug sagt er weiter, dass auch er dafür ist, die humanen Fragen in den Mittelpunkt zu stellen, aber man ja nicht davon ausgehen könne, zu wissen, was der jeweils andere darunter verstehe. Beuys stellt die Sinnfrage. Was hat es für einen Sinn, aus der Kunst heraus zu entwickeln? Es muss in einem Verhältnis stehen zu dem, was die Menschen brauchen, sonst ist es tatsächlich sinnlos, Kunst zu machen. Bills Frage, woraus abgeleitet werden könne, dass Kunst dazu Sinn mache, ist meines Erachtens nicht zu beantworten. Den Menschen, nicht allen, ich weiß, aber den meisten auf ihre individuelle Weise, mit ihren individuellen Themen, wohnt der Drang zum kreativen Ausdruck inne und genauso wenig ist zu beweisen, dass dieser Ausdruck sinnlos sei. Seine Kreativität aber in den Sinn einer allgemeinen, immer verhandelbaren Weiterentwicklung zu stellen, halte ich nicht nur für nachvollziehbar, sondern für sehr vernünftig. Wie kommt ein Mensch in die Welt und wie verlässt er diese? Das sind doch schließlich alles wichtige Fragen für den Künstler. Aus jeder Beuys'schen Äußerung spricht der Wunsch und Wille auch zu innerer Auseinandersetzung und Verantwortung. Diese wichtigen Fragen für den Künstler, sind das nicht relevante Fragen für jeden Menschen? Ich kann verstehen, wenn man es müßig findet, zu fragen, woher man kommt und wohin man geht, weil es höchstwahrscheinlich keine alles erklärende Antwort jemals gibt. Aber ich finde die Auseinandersetzung mit der Frage, wofür man sich im Leben einsetzt, niemals müßig, sondern unerlässlich. Der Workshop will dich ermutigen, das, was an Auseinandersetzung bereits in dir ist, herauszuarbeiten, damit es für dich eine Bereicherung ist und für andere eine sein kann. Vera F. Birkenbiel sagt zum Thema Lebensziel, je mehr wir investieren, desto mehr bekommen wir heraus. Das könnte ein Lebensziel sein. Ich will meine Anlagen, Talente, Stärken optimal ausbauen und ich will den Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch helfen, das zu tun, so sie das wollen. Angenommen, sie hätten jetzt so ein Lebensziel und angenommen, sie haben eine Kommunikation und da ist jemand sehr aggressiv zu ihnen und dann beschimpft er sie und sagt vielleicht, du Arschloch oder irgend so etwas. Jetzt sehen sie das in Relation zu ihrem Lebensziel. Das ist ganz was anderes, als wenn sie keins haben. Fragen sie sich dann, wird es mir helfen, meine Anlagen optimal zu entwickeln, wenn ich zu ihm sage, selber Arschloch? Wird es ihm helfen, sich optimal zu entwickeln, wenn ich ihn in die Pfanne haue? Und dann wirkt das anders auf sie als ohne Lebensziel. Das wäre ein Angebot. Auch der Hirnforscher Gerald Hüther vertritt, dass es in mehrerlei Hinsicht sehr hilft, etwas zu haben, das über einen selbst hinausweist, ein übergeordnetes Ziel sozusagen. Hat man das, nicht übergestülpt, sondern aus tatsächlichem, aufrichtigem Interesse, richtet sich das Leben automatisch darauf aus. Ich sprach das Phänomen bereits an. Es spielt auch keine Rolle, dass man vielleicht niemals den Beweis dafür bekommt, ob die Auseinandersetzung und das daraus Entstehende jemals Auswirkungen hat, denn man kann doch sicher voraussetzen, dass jeder sich bemühen sollte, dass er eine Arbeit gewissenhaft macht, also nach allen Seiten hindurch denkt. Denn sonst kann er der Menschheit kein Produkt vorlegen, was er verantworten kann.
Ich glaube, zumindest sagen zu können, dass was ich gemacht habe, ich verantworten kann. Ich stelle nur fest, dass es unterschiedliche menschliche Begabungen gibt. Und es ist ganz klar, dass eines Tages vielleicht Menschen da sein werden, die das alles für außerordentlich unzulänglich betrachten, was ich gemacht habe, und auch etwas hinstellen, was mich überzeugt als wesentlich besser. Es ist sogar jeder aufgerufen, das zu korrigieren, was ich falsch mache. Wobei dieses Falschmachen relativiert wird durch Boys Einstellung. Er fordert lediglich Auseinandersetzung ein vor dem Urteil und zwingt damit alle Menschen zur Verantwortung. Dass das als unbequem empfunden wurde und wird, glaube ich gern. Er glaubt an die Eigenverantwortung der Menschen. Er glaubt an die mögliche erfolgreiche Umsetzung direkterer Demokratie. Und was ist Demokratie anderes als das verantwortungsvolle Mitgestalten? Er liest eine Frage vor, die ihn aus dem Publikum erreicht. Da steht: Können Sie definieren, was Sie konkret unter Revolution verstehen? Ja, sicher. Unter einer Revolution verstehe ich, dass der Mensch in diesem Sinne, wie ich geschildert habe, sich selbst betrachtet nach seinen Möglichkeiten hin, dass er aber über diese philosophischen Fragen, über diese Menschenerkenntnisfragen hinaus nicht vernachlässigt, was am Tage geschieht. Dass er also, indem er sich ausbildet und danach fragt, wie kann ich mich zu einem besseren Instrument innerhalb der Welt machen, danach zugleich fragt, wie geht es meinem Nebenmann, wie geht es meinem Bruder? Also einfach zu fragen, wie sind die Verhältnisse in der Welt? Wer ist hier der Benachteiligte? Wie kann ich ihm helfen? Also ist da doch nachzufragen, was ist los in unserem politischen System? Was kann ich vorschlagen? Und da könnte ich sehr vieles vorschlagen. Ich könnte zum Beispiel vorschlagen, dass es dringend notwendig wäre, die parteipolitischen Bürokratien zu überwinden, durch direkte Befragung des Volkes zu jedem einzelnen Punkt. Da könnte ich nennen, dass es sehr wichtig ist, dass die Grundgesetze ernst genommen werden, dass ernst genommen wird zum Beispiel, dass der Mensch sich selbst bestimmt, dass er selbst bestimmt, was gemacht wird in der Welt, dass er gefragt wird, wollen wir eine Bundeswehr haben oder wollen wir keine haben. Dass also direkte Volksbefragungen stattfinden, dass weiterhin ernst gemacht wird mit der Frage der Gleichberechtigung der Menschen, der absoluten Gleichberechtigung, dass es aufhört, dass es gewisse Menschen gibt, die privilegiert sind, dass es aufhören muss mit der Verstaatlichung von Produktionsmitteln und ebenfalls mit dem privaten Besitz von Produktionsgütern und so weiter und so fort. Nach Joseph Beuys kann der Mensch nicht unpolitisch sein. Auch wenn er sich nicht einbringt, alles macht etwas aus. Ich pflichte ihm da absolut bei. Der Mensch ist soweit, sich heute selbst zu verwalten. Der Mensch ist soweit, sich selbst zu bestimmen. Beuys möchte die Verhältnisse so vieler Menschen nicht durch eine Minderheit bestimmt wissen, die einmal gewählt sich weder den Bürgern gegenüber verantworten muss, noch schnell wieder abgewählt werden kann. Es wird zunehmend deutlich, dass Beuys Gegner, und sicher nicht nur die am Tisch, den Gedanken, dass menschliche Disziplinen nicht zu trennen sind, grundsätzlich ablehnen und sich das Gespräch daher im Kreis dreht. Selbst wo man aufeinander eingehen kann, sich beipflichten kann, bleibt der gravierende Unterschied in der grundsätzlichen Haltung dem menschlichen Zusammenleben gegenüber, nur geführt von einigen wenigen, die selten aus hehren Gründen und mit hehren Zielen an die weichen Hebel gelangt sind und dann dort agieren oder sich mit allem, was man denkt, sagt und tut, verantwortungsvoll einbringen als genauso gestaltendes Gesellschaftsmitglied wie jedes offiziell Gewählte. Joseph Beuys stellt als Künstler die Grundsatzfrage nach einem für alle funktionierenden Gesellschaftssystem, um auf der Welt bessere Verhältnisse zu erarbeiten. Dabei sieht er den Menschen als zwar individuelles, aber eben auch Gemeinschaftswesen in ständiger Verhandlung mit den umgebenden Mitmenschen. Das ist mein Vorschlag. Wie stehst du dazu? Er spricht beispielhaft die Notstandsgesetze an, die Grundrechte aushebeln. Der Bürger lässt es geschehen. Er muss doch allmählich erkennen, dass er sich selbst bestimmen kann, dass er also das, was im Grundgesetz steht, auch anwenden kann. Er muss allerdings auch wissen, dass er Gleichberechtigung praktizieren muss, dass also nicht eine Revolution sein darf, die sozusagen wieder eine Minderheit zum Zuge kommen lässt und die Besiegten dann sozusagen an die Wand stellt, wegputzt, sondern dass Gleichberechtigung herrscht für jede Meinung und das muss sich bewähren. Genau 50 Jahre später sehen wir uns nun wieder in einer solchen Debatte, bei der die Menschen Mühe haben, sich respektvoll und argumentativ im Gespräch zu begegnen, bei der die einen sich gerne unter Berücksichtigung des Grundgesetzes selbstbestimmt verwalten wollen
und die andere nach der starken Hand rufen, die durchgreift. Es sind grundsätzlich unvereinbare Haltungen. Ich habe bisher auch für mich noch keine Lösung gefunden, wie das im Gespräch aufzulösen ist, wiewohl ich natürlich selbst für mich eine Tendenz habe, was ich mir für mich, für mein Zusammenleben mit anderen wünsche. Seitdem ich mich mit Fragen des Zusammenlebens auseinandersetze, habe ich erfahren, dass man tatsächlich jedes System fair oder unfair gestalten kann, vollkommen egal, wie es heißt, vollkommen egal, welche Werte man mit dem bloßen Namen verbindet. Die Ausgestaltung des Zusammenlebens ist ausschlaggebend. Ich halte es für bereichernd und konstruktiv, wenn sich viele einbringen, auch wenn das Ergebnisse erschwert. Wenn man nicht immer Konsens erreicht, und das wird man nicht, wie geht man in einer Demokratie damit um? Max Bill schätzt das eine Gebiet, auf dem wir wirklich die Freiheit haben, und das ist das Gebiet der Kunst. Ohne Kunst verarmt die Menschheit als Ganzes. Andres Feil zeigt den Künstler in seiner mithilfe unzähliger Bilder montierten Beuys-Dokumentation, geprägt von Natur- und Kriegserlebnissen, wobei ich es entgegen einer Zeit-Online-Rezension tatsächlich unerheblich finde, ob, wie viel oder was der Kriegsheimkehrer erfunden hat. Er musste Kriegserlebnisse verdauen. Ob alles eine Lebenslüge war, weil er Hitlerjunge war, wie es andernorts heißt, ich wage kein Urteil. Ebenso wenig darüber, warum jemand, der Kriegsgräuel gesehen hat, später nicht darüber erzählt. Josef Beuys hing Rudolf Steiner an, heißt es, und Rudolf Steiner war einer, an dem sich die Geister schieden. Ich weiß zu wenig über beide, um da eindeutig eine völkische Gesinnung zu diagnostizieren, die ich ablehnen würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass einiges an menschlich nachvollziehbaren Anregungen so von Steiner zu Beuys geflossen ist, wie jetzt von Beuys zu mir. Ob der Künstler ein guter oder schlechter Pädagoge war, ich kann es nicht sagen, genauso wenig wie der Mythos Beuys entstanden ist, warum ihm einige geradezu jüngerhaft folgten, wie es immer wieder heißt. Rhea Tönges-Stringaris, eine mit Beuys befreundet gewesene deutsch-griechische Kunsthistorikerin, sagt im Feilfilm an einer Stelle, wie vernünftig Beuys ihr sofort erschienen wäre, einer der vernünftigsten. Vielleicht ist die angestrebte Durchlässigkeit der Disziplinen das, was Josef Beuys ihr so vernünftig erscheinen ließ, und vielleicht haben seine Gegner, die das als Verwässerung empfunden haben und empfinden, der Begriff muss gar nicht negativ sein, Adrienne Göhler nennt ihr 2006 erschienenes Buch zum gleichen Thema Verflüssigungen, nur noch nicht das schon damals, vielleicht immer geltende Gebot der Stunde begriffen, menschlicher Zusammenhalt und Mitgestaltung. Ich würde selbst nicht, weder bei der Kunst von Josef Beuys noch der eines anderen, von Antikunst sprechen, genauso wenig von Provokation. Zwar darf sich jeder das Etikett selber anhängen, das er oder sie treffend findet, aber ich deute die Begriffe anders als zum Beispiel Beuys. Er provoziert mich nicht, er stößt mich an, fordert und fördert das Hinterfragen. Das, was er Antikunst nennt, ist einfach nur Kunst in der damalig neuen erweiterten Form. Der Begriff Antikunst schafft eine Trennung, die nicht im Beuyschen Sinne gewesen sein kann, da sie eben, sie hat's im Wort, gegen etwas gestellt ist und so scheinbar nicht miteinander etwas schaffen will. Er aber wollte gemeinschaftlich etwas schaffen, nicht einer gegen den anderen. Die Verantwortung zur Auseinandersetzung und Mitgestaltung in Co-Kreativität ist heute so dringend wie damals, und Josef Beuys Anliegen könnten nicht aktueller sein. Herzlichen Dank fürs tapfere Zuhören und deine Bereitschaft zur Auseinandersetzung, und bis bald zur nächsten und damit letzten Einheit.